Hallo liebe Patrioten, liebe Grüße aus Potsdam. Der Christian Müller meldet sich nochmal zu Wort. Es war eine stressige Woche, sage ich euch. Mein Abendspaziergang wurde schon wieder abgesagt. Diesmal ist mein Betreuer schuld. Er hatte keine Zeit. Deswegen wurde aus Sicherheitsbedenken erstmal abgesagt. Dann erreichen mich Kommentare, wie, warum geht ihr überhaupt auf die Straße? Und dazu kann ich nur sagen, macht's doch selber. Macht's doch selber, wenn ihr gegen Ausländer hetzen wollt, wenn ihr es besser könnt. Und das mit der Technik ist auch nicht meine Schuld. Wenn ihr streikt, kann ich auch nicht dafür. Kann ja nicht ahnen, dass man für ein Mikrofon und für ein paar Boxen Strom braucht. Meine Demonstration rufen nicht, ich wiederhole, nicht zur Gewalt auf. Ganz im Gegenteil. Deswegen sind ja die ganzen Hooligans und Neonazis dabei. Hooligans machen also keine Randale. Das ist Blödsinn. Ganz im Gegenteil. Das ist Schwachsinn, ist das. Ich kann mich nur mit ihnen super ich kann die gut leiden. Ich kann jeden gut leiden. Also außer natürlich den Muselmännern. Oder den Ausländern. Oder der roten SA. Ganz Potsdam ist rot versüfft. Genau wie mein Klo. Das ist braun versüfft. Wie mein Gedankengut. Aber wie gesagt, mach es doch selber. Ich bin nur der Geldgeber für die ganze Technik. Der bin ich. Aber die Kritik nehme ich nicht an. Die kam nämlich von einer Nicht-Mitstreiterin von mir. So, am Freitag war ich bei der AfD-Kundgebung. War schön gewesen. Haben nur Frauen gesprochen und geredet. Aber nur bis der Neujahrsempfang angefangen hat. Dann war wieder Schluss. Mussten wieder alle zurück an den Herd. Und die Ketten wurden wieder angelegt. Dann hat uns die gemeine linke SA mit echten, benutzten Tampons beworfen. Und das von einem Haus, was eigentlich schon abgerissen ist. Aber ich habe Beweise. Da merkt man mal wieder die staatliche Unterstützung. Aber meine Mutti hat schon mal vorgeblutet. Am Mittwoch kommt zum Gegenangriff. Ja, was noch? Bis jetzt konnte ich immer beweisen, beziehungsweise behaupten, dass die linken Gegendemonstranten angefangen haben zu stänkern. Und deswegen noch eins. Hallo Polizei! Auch ihr habt Köpfe unter Helmen. Und deswegen bitte ich euch, klatscht uns weg, haut uns eine rein, jagt uns aus eurer Stadt. Greift endlich mal durch. Selbst der Verfassungsschutz warnt vor linken Gewalttaten. Nur nicht vor rechten Gewalttaten. Wie dem NSU. Die sind ganz lieb. So, wo war ich noch? Ah ja, genau. Dann war ich noch im Havelland. Von meiner Seite waren ungefähr 300 Demonstranten da. So viel bekomme ich auch noch nicht mal in Potsdam hin. Aber im Havelland. Mit Hooligans und NPD? Na, war schön gewesen. Dann muss ich mich noch bedanken bei meinen neuen Freunden aus Rathenow und aus Nauen. Ihr seid meine ersten Freunde überhaupt. Ja, deswegen vielen Dank. So, das war's von mir. Es ist 5:07 Uhr. Der Sandmann kommt. Ich muss wieder früh raus morgen. Zur Sonderschule. Meinen Kindergartenabschluss nachholen. Also dann. Ich wünsche euch was. Liebe Grüße aus Potsdam. Euer Christian Müller. Gute Nacht.